Dann war's beides. Mhm. Läuft da Blut runter? Ja. Sein Blut. Hier wäre die Abfestung von ihm. Ja. Aber hier kommt keine Monsters rein wegen dieser Barriere hier, die er aufgestellt hat. Ich bin aber drin. Das geht nur für Mobs und so. Ein Wunder, dass der so viel Blut hat. Vor allem, wo kommt das immer wieder her? Geht wahrscheinlich immer wieder so nach oben und so ein Kreislauf. Okay. Uah. Und welchen Eindruck haben Sie? Es ist eine verrückte Stadt auf jeden Fall. Ja, aber man hat Spaß. Da muss ich mich erst selber überzeugen. Sie haben sie schon, schon Pläne, was sie nicht machen wirklich wollen. Da hinten ist ein Wolf, wie ich ihn gerade gesehen habe. Ja, da kommt er angerannt. Hi Charlie. Wie kann man die auseinanderhalten? Die sehen irgendwie alle gleich aus. Komm mal. Die können sehr hoch springen. Ja, das ist eine besondere Wölfe. Ich seh's. Dankeschön, Charlie. Danke. Da waren. So. Und diese Wölfe sind wofür da? Die beschützen ab und zu mal die Stadt. Ab und zu ist gut. Dann braucht man ja keine Stadtwache mehr. Ja. Der hat da seinen Spaß. Ich wollte gerade sagen, da fliegt ein Zombie. Oder sowas ähnliches. Diese Wölfe sind aber ganz schön stark. Sie haben da einen Pfeil im Fuß. Sie haben einen im Hintern. Nee, das ist in meiner Rüstung drin. Okay. Ich sehe keine Rüstung, nur. Ich habe einen Anzug. Die ist aber. Die ist nicht sichtbar, die Rüstung. Und Sie sollten mal zum Herrn Arzt gehen. Er steht doch da vorne. Tut's weh? Nicht wirklich. Aber die sind
Fühlt sich an wie so einfach so ein normaler Kratzer. Hab mal rausgemacht. Okay. Lass die Stadt. Ansonsten lass die ganze Stadt gelesen. Okay. Dann habe ich immer noch keine Ahnung, wo was ist. Oh, wow. Wir haben doch einen Atlas. Gehen Sie zu dem Ort, markieren Sie ihn und dann schreibe ich da rein, was da was ist. So macht es einfacher zu merken, wo was ist. Okay. Ah, das ist das gleiche Ding, was in Society war. Wenn wir schon hier sind, kann ich auch schon mal die Akten für euch anlegen. Ich brauche die für die Arztpraxis. Ja. Können wir uns dazu irgendwo hinsetzen? Denn wir waren jetzt die ganze Zeit zu Fuß. Wir können in meine Praxis gehen. Der Wolf kann auch Leitern getrickt gehen. Besonderer Wolf eben. Was, die wollen noch alles können? Wie sind das? Popcorn? Danke, danke. Dankeschön. Ich muss kurz das einschalten, dass ich dann Fragen stellen kann. Wollen wir mit ihm anfangen, Mike? Können wir gerne machen. Name habe ich schon eingetragen, Alter. Okay. Beruf? Ich noch keine Idee. Beruf habe ich noch keinen. Geschlecht bestimmt weiblich, ne? Sie können mich auch gerne jetzt hier untersuchen. Nein. Klasse. Mensch. Allergien oder Krankheiten gehabt? Ich habe eine Allergie gegen alte Menschen, die Feuer spucken wollen, aber nur heiße Luft rauskommt. Nein, keine Allergien. Geld ist mit drauf geschrieben. Yeah.
Achso, Sissi? Mhm. Alter? 18. Beruf wissen Sie ja noch nicht. Korrekt. Geschlecht männlich, ne? Weiblich. Rasse? Ich denke mal Mensch. Also sowas weiß man eigentlich. Allergien oder Krankheiten gehabt? Ich glaube nichts. So, das war's. Gibt's hier irgendwo ein Gasthaus, wo man sich eventuell mal einquartieren kann fürs Erste? Bei Blacky, aber die ist gerade nicht da. Der Hund fetzt. Der hat sogar gerade genickt. Ja. Glaube ich. Cool. Gibt es auch ein Gasthaus, der jetzt gerade ansprechbar ist? Nur das da vorne, aber... Können ja mal schauen. Ja, bitte. Sind Sie müde? Ja, der Weg hierher, der war... Hi, Chestnut. Doch recht lang. Die sehen genau gleich aus. Man kann sie ausmachen. Und das auf vorne ist Blick Chestnut. Nicht. Den mag ich nicht, der knurrt mich an. Das macht er. Au! Bei fremden Leute knurrt sie immer. Bei mir hat sie nicht geknurrt. Oder er oder es. Nein, ich glaube, ihr beiden werdet gemeint damit. Wer ist mit was gemeint? Ich mag den anderen Hund, der gibt immer Essen. Oh wow. Okay. Ach ja, wir wollten wegen dem Gasthaus kommen. Hier wäre eigentlich noch ein Gasthaus, aber ich weiß nicht, ob das schon offen hat. Scheint nicht so. Scheint, dass die Zimmer auch besetzt sind. Naja, hier ist halt schon so ein Schlüssel drin, aber Becky meinte, dass die gerade nicht zur Verfügung sind. Schade. Ich glaube, die zwei Wuffis versuchen sich gerade gegenseitig zu beruhigen. Ja. Mit Essen. Wen knurrst du jetzt eigentlich genau an? Muss ich aber verstehen, was sie sagen, oder? Oder was sie zu sagen. Hi. Hallo. Hi. Hallo.